führt also durch das Gitter da durch, aber gucken wir uns die Ecke einfach mal an. Phosphorspur, Phosphorspur. Können wir da nochmal Taschenlampe drauf verwenden? Sicher ist sicher. Ach so. Ja, gut. Dann lassen wir mal Poki zu Wort kommen. Nadel als Spiegel der Gesellschaft. Ja, Nadel und Faden, die Nadel im Heuhaufen. Hier dient die Nadel nicht nur einem inhaltlichen und einem game-designerischen Zweck, sondern auch als weiteren Beweis der totalen, Jahre vorausgeplanten Intermedialität, die der Delikt-Produkt natürlich immer zu eigen ist. Und zwar findet ihr einen tatsächlichen Abriss über die Bedeutung eines Nadelhaufens im Entwicklerkommentar der neuen The Whispered World Special Edition. Ah. Hier verrate ich ihn gar nicht. Soll ich schon die Whispered World Special Edition reinziehen? Idioten. Ah, schön. Ach, Whispered World, können wir vielleicht auch mal Let's Playen, aber erstmal machen wir das hier fertig. Tja, freie Auswahl. Au, die nicht. Au, ah. Ha, die hier hat Respekt vor mir. Die nehme ich. Hey, das ist gar keine Nadel. Ich habe buchstäblich den Strohhalm im Nadelhaufen gefunden. Wer kann das schon von sich behaupten? Okay. Ein Haufen dreckiger Spritzenkanülen. Wer wirft denn sowas weg? Ja, Spritzenkanülen kann man ja nicht unbedingt tausendmal verwenden. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Ja, das sehen wir dann mal. Ein Monster muss Goal verschleppt haben. Kein normaler Mensch bekäme das mit bloßen Händen auf. Ist da vielleicht ein Knopf? Kein Gitter der Welt kann... Das da? Nee, auch nicht. Strohhalm. Haken. Ha, geht doch. Also Kabelschacht. Interessant. Oh, ein Wal. Habe ich eine Wal? Boah, ein echter Wal. Ich habe mir immer gewünscht, dass Dad mal mit mir ins Aquarium geht. Aber er hatte recht. Der Platz reichte nur für mich. Hm, der Wal sieht hungrig aus. Was ist das? Ein Haken? Lass mal Poki mal quatschen. Zu diesem Screen gibt es eine kleine Anekdote aus einem Bereich, der sonst viel zu wenig besprochen wird und in solchen Entwicklerkommentaren sonst klassischerweise eigentlich viel zu kurz kommt. Und zwar aus dem Bereich Quality Assurance, und zwar da, wo die Spiele getestet werden. Denn als sich die Produktion von Deponia, dem ersten Teil, ihrem Ende neigte, tauchte doch tatsächlich eine höchst merkwürdige Fehlermeldung in unserem Bug-Reporting-Tool auf. Das Ulkige war aber weniger eigentlich, also eigentlich der Name war halt unglaublich ulkig. Das Ulkigste daran war aber, dass jeder von uns Skriptern, also ich habe dann zu der Zeit auch schon wieder mitgeskriptet, war mit einem anderen durch, Texte, Sprachaufnahmen und so weiter, ganz genau wusste, was damit gemeint war. Und zwar, der Name dieser Fehlermeldung stand schon im Titel dieses Tickets und der hieß Wahl weg, trotzdem fishy fishy. Wir wussten ganz genau, was gemeint war. Ja, okay. Ich weiß es jetzt nicht. Na gut. Den Haken. Das ist ein Avialflansch. Kann sein. Ich muss zwar durch, aber aufräumen? Das muss anders gehen. Irgendjemand will wohl nicht, dass ich ihm folge. Aber so leicht wird man mich nicht los. Ich bin wie Herpes. Oh, Herpes, der Götter. Cool. Was? Irgendjemand will wohl nicht, dass ich ihm folge. Aber so leicht wird man mich nicht los. Ich bin wie Herpes. Bin cool. Achso. Herpes der Götterbote. Irgendjemand ja, will wohl. Ja, schon klar. Ein Rambock wäre mir lieber. Taschenlampe. Hier ist es hell genug. Schade. Phosphor.
Ein Rambock wäre mir lieber. Schade. Taschenlampe mit Phosphor? Sicher ist sicher. Was war das jetzt? Hier ist es hell genug. Ja, schon klar. Ein Rambock wäre mir lieber. Okay, dann nehmen wir halt immer die Sardelle am Spieß. Komm, Fischi, Fischi. Oh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Hallo, ich hab sie auch auf dem Müllberg gehalten. Egal. Wobei. Probieren wir mal die Zuckerwatte. Haben wir hier noch irgendwas? So mit dem Haken? Komm, Fischi, Fischi. Puh. Ist wohl auf Diät. Okay. Ein Rambock wäre mir lieber. Ja, okay. Sardelle mit Haken. Komm, Fischi, Fischi. Schnauze. Sardelle. Nee, halt. Taschenlampe mit Haken. Das ist ein Speichenritzel. Ah, ein Speichenritzel. Interessant. Taschenlampe mit Haken. Das ist ein Speichenritzel. Das kann sein. Die Backup-Datasette. Lieber nicht. Okay, verstehe ich. Ein Strohhalm? Keine Chance. Ich werde bis zuletzt daran festhalten. Das war dann sozusagen der letzte Strohhalm, an den er sich klammerte. Komm, Fischi, Fischi. Puh, ist wohl auf Diät. So, und das machen wir jetzt mal mit Wahl. Doof. Falsche Ding, das falsche Knopf. Komm, Fischi, Fischi. Puh, ist wohl auf Diät. So, dann nehmen wir den Strohhalm. Keine Chance. Ich werde bis zu... Ja. Die Backup-Datasette. Die zweite Datasette bleibt vorerst besser mein Geheimnis. Gut. Dann mal... Taschenlampe. Er sieht mich auch so gut genug. Zumindest schaut er direkt in meine Richtung. Wie eine Katze, die sich zum Sprung bereit macht. Ich mag Katzen. Ah. Vor allem, wenn man so unter Drogen setzt, wie du es schon gemacht hast. So, dann machen wir halt mal die Sardelle. Komm, Fischi, Fischi. Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Hm. Irgendwie... müssten wir... Irgendjemand will wohl nicht, dass ich ihm folge. Aber so leicht wird man mich nicht los. Ich bin wie Herpes. In cool. Ja... Haben wir hier noch irgendwas? Ah, also das ist die Phosphorspur. Also okay. Der Nadelhauch. Ein Haufen Dreck. Au! Ah! Nee, schade. Kommen wir wahrscheinlich trotzdem nicht rein, oder? Hallo. Nee, das passt wohl offenbar noch nicht. Ich spare mir meine Telekinese. Ja, schon klar. Brauchen irgendwas, mit dem wir diesen Müllhaufen wegkriegen. Also wahlweise auch Feuer. Feuerzeuge gibt es ja, glaube ich, keine. Da haben die Entwickler wahrscheinlich auf Gronkh Rücksicht genommen, weil ein Gronkh Feuerzeug in der Hand hat, weiß man ja nie. Wer sich noch ans Minecraft-Let's Play an die eine Folge, an eine recht frühe Folge erinnert, dann weiß er, wovon ich rede. Nein, mich interessieren die Updates gerade nicht. So, Zuckerwattemaschine. Nee. Ich hätte tatsächlich schon wieder Hunger. Ist gut. Ist gut. Komisch. Mein Bewusstsein schläft doch sonst um diese Uhrzeit. Da ist doch was faul. Verdammt. Er hat uns durchschaut.
Schnell weg hier. Ja, okay. Da hat er Sette versprochen. Ich sollte vorsichtiger mit Goals Bewusstsein umgehen. Wer weiß, ob es vom Backup noch ein Backup gibt. Gut. Strohhalm mit. Keine Chance. Ich werde bis zuletzt daran festhalten. Ja, dann halt Dingens da mit der Taschenlampe. Sicher ist sicher. Es kommt eigentlich genau gar nichts dabei raus. Das Auge muss wohl heute auswärts essen. Schade. Jetzt ist die Frage, was machen wir weiter? Können wir doch nochmal in die Bahnhofshalle gehen? Mein Kämpferkodex verbietet mir unnötiges Blutvergießen. Ich tue den Organons mal den Gefallen und gehe ihnen aus dem Weg. Also, ich habe irgendwie keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Denn irgendwie müssen wir dem Wal diese Sardelle wahrscheinlich verfüttern. Und die Frage ist, wie kriegen wir die Sardelle dem Wal vor die Nase gehalten? So dass er sich dafür interessiert. So. Vielleicht Sardelle in den Tümpel oder ja, in den Tümpel schmeißen oder ein bisschen in die Tonne. Rein mit euch! Obwohl sie tot sind, halten sie sich am Stock fest. Seltsam. Ja, vielleicht mal in den Tümpel? Rein mit euch! Obwohl sie tot sind, halten sie sich am Stock fest. Seltsam. Irgendwie müssen wir diese Sardelle zum Wal reinkriegen, aber wie? Komm, Fischi, Fischi. Er sieht sie anscheinend gar nicht. Das ist nämlich das Problem. Wie kriegen wir dem die von der Nase gehalten? Das kann doch nicht so schwer sein. Was machen wir jetzt? Können wir vielleicht die leuchtende Zuckerwatte in den Tümpel schmeißen oder wie auch immer? Ich weiß es nicht. Ich bin. Krass. Die Zuckerwatte ist einfach implodiert. So, jetzt haben wir ein Stöckchen. Was kann man damit machen? Noch mehr. Leute. Alles klar. Ich habe die Stöcke ausgetauscht. Ach so. Ich brauche kein Licht im Inventar. Ich ordne alles. Ja, wo ist der Eimer? Ich weiß. Hey! Wo ist mein Eimer? Hier. Strohhalm. Keine Chance. Ich werde ja bis zuletzt daran festhalten. Ich sollte vorsichtiger mit Goals Bewusstsein umgehen. Wer weiß, ob es vom Backup noch ein Backup gibt. Kann man da nicht vielleicht irgendwas machen? Damit irgendwie keine Ahnung. Ich sollte vorsichtiger mit Goals Bewusstsein umgehen. Müssen wir das. Wer weiß, ob es vom Backup noch ein irgendwie Backup gibt. Irgendwie müssen wir aber doch da was machen können. Nee, geht natürlich auch nicht. So. Ich habe echt
keine Ahnung mehr, was man hier noch machen soll. Aber das Rumkombinierer da vorne scheint ja nicht zu funktionieren. Und... ja, Moment. Darüber. Aber in den Candy Shop. Können wir vielleicht mit der Sardelle hier noch irgendwas machen. Kaugummiautomat. Maschine, mach mir hieraus eine neue Geschmacksrichtung. Ich hasse Geräte, die nur machen, wofür sie gebaut wurden. Naja, dann vielleicht mal Stecker. Schade. Zuckerwatte. Maschine, mach mir hieraus eine neue Geschmacksrichtung. Ich hasse Geräte, die nur machen, wofür sie gebaut wurden. Schade. Sardellenautomat. Lust auf Fisch? Hey, die kommen doch von dir. Ach so. Ja. Das können wir es denn noch kombinieren? Mit dem Hebel? Maschine, mach mir hieraus. So, vielleicht mit irgendeinem Lampen. Eine der Lampen stinkt nach Fisch. Das kann kein Zufall sein. Welche Phosphorlache? Oh. Was ist das jetzt? Ah, Köder. Phosphor-Sardell, eine Rufus-Gott-Kooperation. Ich hätte tatsächlich schon wieder Hunger. Ja. Schon mal. Komisch. Mein Unterbewusstsein schläft doch sonst um diese Uhrzeit. Da ist doch was faul. Verdammt, er hat uns durchschaut. Schade. Schnell weg. Was können wir jetzt machen? Vielleicht kriegen wir jetzt den Wal mal dazu bewegt, doch irgendwas zu machen. Vielleicht braucht die Sardelle ja ein wenig Leuchten. Stock. Ich weiß nicht, ob wir den noch so brauchen. Naja, gut. Also ich hätte eigentlich gedacht, wir zünden diesen Müllhaufen einfach an, aber... wenn Rufus das nicht will, dann... halt nicht, dann lassen wir es einfach. Ich sollte nicht zu viel rumgehen. Eieieiei. So, was machen wir jetzt? Da hinten raus. Vielleicht können wir ja den Wal dazu bewegen. Kratz, kratz am Ohr. Ach ja, wie schöne Musik. Ich habe ja vorhin diesen, verdammt, wie ist der komische Fritze da, der Sardellen auch mag. Ach, verdammt. Verdammt. Sordid, genau. Komm, Fischi, Fischi. Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Vielleicht im Haken? Komm, Fischi, Fischi. Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Hä? Warum bringt das jetzt nix? Hä? Wieso macht der Wal nix? Doofes Vieh. Was können wir noch machen? Wal sieht es nicht. Können wir... naja. Will es durchkombinieren. Alles klar. Ich habe die Stöcke ausgetauscht. Strohhalm. Keine Chance. Ich werde bis zuletzt daran festhalten. Ja, auch recht. Ich sollte vorsichtiger mit Goals Bewusstsein umgehen. Wer weiß, ob es vom Backup noch ein Backup vielleicht sinnvoll, gibt. Vor allem, wenn du da bist, Rufus. Es werde Licht. Ah, Leuchtsardelle. Das hilft jetzt vielleicht. Komm, Fischi, Fischi. Hier bin ich. Hinter dem gesprungenen Fenster. Dummes Viech. Ja, okay.
Ah, können wir jetzt runter? Achso.